Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte in Thüringen. Heutige letzte Folge. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche gehabt und ihr könnt euch freuen auf Wochenende. Wir bekämpfen noch Unkraut auf Feld Nr. 38 und sehen aktuell Weizen auf Feld 60 aus. Dann können wir gleich nochmal eine Fuhre Hafer verkaufen oder Raps. Aber wenn ich die Preise so anschaue, die wir jetzt dafür kriegen würden, für Raps ist das im Keller und für Hafer habe ich auch schon mal besser gesehen. Also lass es lieber sein. Hier Soja für 1006, das wäre ein guter Preis. Aber nicht lange. Leider ist das so. Können wir nichts machen. Wir können jetzt nur kurz zuschauen. Mehr oder weniger. Und Sachen überwachen, wie es macht. Wir können aber auch Geräte warten und tun und machen. Das heißt, der ist eigentlich sauber. Der Drescher. Ne, das ist ein LKW. Das ist die Maschine. K2. Unser Flugersatz, das muss sein. Machen wir zurück zum Hof. Und werden hier mal waschen. Und reparieren und volltanken. Denn das können die anderen ja alleine fahren, über den Düngen und aussehen, da brauchen wir nicht zuschauen. Es sei denn, wir müssen eingreifen. Immer dann, wenn das irgendwas leer wird, dann ist es ganz gut, wenn man dann die Jungs in Beobachtung hat, ne? Oder Mädels, je nachdem. Ist er verschieden? Ja, mal waschen. Dann wegstellen. Dann noch Waschplatz. Bin noch nicht ganz sicher, ob ich ihn behalten werde. Aber wir behalten ihn nochmal. Wir machen hier mal Licht. Eine Windmühle haben wir nicht. Können wir uns nicht leisten. Da wollen wir anschalten, ob das ungünstig. Dann nehmen wir den. Kostet ja auch kein Vermögen. Stellen wir hier auf. Und dahin. Ein bisschen drehen. Mal die andere Richtung. Ja. Oh, hell. Wie schön. Waschen. Das Licht geht automatisch an und aus. Wäre ja blöd, wenn wir die jetzt mal anschalten müssten, ne? Im großen Hof brauchen wir halt viel Licht. So, wir haben nicht gedrückt. Typisch. Sauber! Na gut. Jetzt fahren wir jetzt Apparatur.
vom Tanken. Das heißt, wir müssen mal eine Runde fahren. Kleine Runde. Reparatur hier vorne. Der Dreher schafft er dann noch. Macht nichts. Reparieren. Und den Flugersatz auch. Zurück. Dann muss ich den zum Waschen fahren. Ja, und dann geht er einfach los. Im Sojafeld, ne? Naja, blicken wir nicht. Licht. Oh, oh. Karambolage. Annullieren. So, dann können wir den Koffer löschen. Und dann brauchen wir auf Sojafeld brauchen wir zwei. Das könnte sogar was werden mit der Stufe. Drei Wachstumsstufen haben wir und drei Reifstufen haben wir auch. Na, mal schauen. So. Dann können wir ihn gleich hinfahren vom Feld. Mehr oder weniger. Können auch Licht anmachen, ne? Taschenlampe. Schönes Teil. Werde ich. Das Loch haben wir gesehen. Gut. Ja, Zeit 15. Ja. So, fahren wir gleich hin. So, Weizen ist 28% und Rampenschutz 58%. Das Schöne beim Unkraut ist, wenn es mal gewachsen ist, ist es völlig egal. Und wenn es nicht gewachsen ist, ist es auch egal. Aber den Augenblick ohne 1.4 könnte es anders sein. Aber ansonsten war das immer so, dass egal ob das nun gewachsen ist oder nicht, nachdem gespritzt wurde, wuchs nichts mehr. Wenn wir jetzt schlau sind, jetzt haben wir 5 im Spiel, also in dem Tag. Gut, die Saatgut, das dauert noch ein bisschen. Wenn das jetzt die Wachstumsstufen, kann man jetzt berechnen theoretisch. Jetzt weiß, es dauert rund 7 Stunden eine Wachstumsstufe. Das heißt, wenn jetzt das Weizen vor 8 fertig ist, davon gehen wir aus. Und dann weitere 7 Stunden warten. Rechnerisch 7, 3 nahm das. Und bis zum Abend ausgesät haben. Dann haben wir immer einen kurzen Zeitraum, Zeit, um jedes Feld separat fertig zu machen. Jo. Die erste Reihe oder die zweite Reihe? Die erste. 11 km/h, das ist faul. Dann werden wir mal schauen. Garage. Das ist nicht kaputt.
Fritz ist kaputt. Er hat eine Runde geschafft. Ja. Und auch noch eine Stunde. Naja. Nächste Woche, ne? Eine Stunde. Realzeit. Stunde, sechste. Also gut. Geht schon. Irgendwie. Bei der Aussaat. Dabei, in der zweiten Runde. Erste Verwirrung. Wir sind noch 15. Nur dazu sagen, die Zeiten, die dazu kommen, sind ganz klein, die wir zum Auffüllen brauchen. Kommt ja auch noch ein Ziel. Das ist unberechenbar, die Zeit. Das weiß ich jetzt nicht genau. So, den werden wir auch vorbereiten. Zumindest volltanken. Können wir den wegfahren? So leer war da nicht gewesen. Oder wir können ihn auch tanken. Das müsste ja beides gehen. Forkel! Hat nichts. Da schubst du mir ein bisschen weg. Ja, gut. Wird er voll? Und dann können wir den Eckstein auf der Wiese können wir rauf. Wir werden auf der Wiese was zurechtbasteln. Hochfläche flamieren ein bisschen, auf die Höhe bringen. Dann werden wir hier Vogel dorthin bauen. So. Das ist der Kalk, der kann man sich verkauft werden. Voll. Ach, die Gewichte haben wir nicht, oder? Wir schauen mal an hier, ob wir drehen können. Ja, wir reparieren die mal, ist egal. Warum ein gelbes Gewicht? Die Hänger waren nicht so kaputt. Na doch, 40%. Dann schauen wir mal, ob wir beides aufkriegen. So. Kostet ja gar nicht mehr üben. Will ja eigentlich Anhänger kaufen, andere. Zwar die bisschen diese hier, entweder blau oder grün, zusammen über 60.000.
Design weiß, wo es weiß. Ach, hier, das ist es. Hauptfarbe kann man auch noch aussuchen. Zum Beispiel. Oder hier die Abdeckung. Sieht auch schick aus. Er ist für ein Feld besser geeignet zum Fahren. Also für Traktor ist besser. Und mal gucken, ob er auch Dings geht. Ob man da einen anhängen kann. Ja, das kann man. Er hat auch hier eine Axt, eine Deichsel. Kann man anhängen. Und das ist gut. So. Aber ein bisschen Geld sparen. Und die Preise müssen ein bisschen besser sein wie jetzt. Jetzt ist ja aktuell im Keller. So, Ernte vorbereiten, was immer klappt. Weizen 50%, 40% aktuell, 30%. Ja. Wird ein teurer Spaß. Gehen wir hier hin. Da können wir ja einfahren, sobald er mal das erste Mal eine Runde gefahren ist, die Dresche. So, nächsten Drescher holen. Brauchen wir zwei. Der ist heile und repariert. Ah, den nicht. Der ist nicht, das ist anders. Der ist auch reparaturbedürftig. Der hat hinten auch Licht. So. Wir haben den aktuell länger. Okay. Mal Klappe zu. Jetzt werden wir den entsprechend reparieren und ganz wichtig voll tanken. Das zu dicht, dichter anmachen wir. Dann kriegen wir das Mähwerk nicht mit. Den ja brauchen wir. 2 Tage alt. Schon 2 Tage her, wo wir mal gesehen haben. Aber, ne? Gut, das ist fast nicht kaputt, aber das heile. Dann haben wir es gerade mal auf dem Feld repariert. So. Tanken. Mein, das wird noch reichen. So, kurz tanken. Wie viel geht da nicht rein? Und dann fahren wir den auch gleich vom Feld. 1000 Dicken rein, ne? So sauber. Und wenn der mal leer ist, du, oh je. Ein bisschen Haufen kaufen Kies los. So. Aber wie gesagt, das nächste Mal, da wird das so mit, dann muss ich so eintakten mit den 6 Stunden oder 7 Stunden. Wachstumsstufen, dass es dann so gelingt, dass wir nachts nicht arbeiten müssen. Nein, ich habe es halt extra so gemacht, machen müssen, weil sonst wäre die Sojaernte im Arsch gewesen teilweise und wir hätten Verluste gemacht. Beziehungsweise wir hätten nicht das Geld verdient, was wir brauchen. Den ganzen Tag verlieren. Ich hätte nach dem Flügen sagen müssen, okay, wir sehen nicht aus. Wir spulen oder machen die Ernte und Raps.
noch fertig. Dann spulen wir. Gut, die Erfahrung haben wir machen müssen. Nächstes Mal machen wir das entsprechend schlauer. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich so günstig hinstelle, dass er nicht im Weg steht. Das können wir hier hinstellen. So, Ernteinsatz vorbereitet. Ja, lohnt sich auch nicht, Anführungszeichen zu fahren. Mit den Preisen. Hier wird es interessant. Hier kann man dann überwachen. Flaggenschutz ist auch interessant. Da weiß ich schon, was passiert. Anführungszeichen. Da muss ich gucken gleich. Einstellen statt Dünger. Und zwar hier muss ich gucken. Genau. Irgendwie ist das irgendwie so. Nur gerade so eingefahren. Falls er doch zur selben Zeit fährt wie der. Der ist aktuell jetzt noch nicht mal die Hälfte. Dann ist jetzt durch. Wir sind 3, 1, 2, 3 Stunden. Und das Blöde ist eigentlich, dass der Rand, wenn man das die, wenn das hier reif wird, ist der Rand auf die letzte Stufe gewachsen. Dann haben wir nur 6 Stunden Zeit, um das zu ernten. Das heißt, wenn wir jetzt das jetzt zeitlich irgendwie verbocken oder durch Wetter, Regen kommt, dann haben wir ein Problem. Erste Reihe im Arsch. Der äußere Rand ist ja jetzt um 8. reif. Erste Ende. Um 3:50 Uhr ganz vorne weitere 7 Stunden 10. Also nachts um 10, von 10 Uhr nachts 22 Uhr weitere 7 Stunden bis früh um 5. Bis früh um 5 muss die Ernte am Rand erfolgt sein. Ab dann ist dann da im Prinzip Putsch. Also wenn Regen kommen sollte und man kann die ernten, dann haben wir da ein Problem. Wo die Vorhersage jetzt von Wolken zu sehen sind, hatte bisher Glück mit Regen, hatte keinen. Aber man weiß ja nie, ne? Euer neuer Patch 1.4 kann es theoretisch behoben haben. Also der Hund, der Trottel, der hat bei 1% drei Bücher liegen. Macht dann auch 3 Meter und er hat... Ah, sieht das aus. Das Blöde ist, ich hab fertig in der Zeit. Und das dauert zu lange. So, meine Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Erstmal danke fürs Reinschauen. Ich würde mich freuen über jeden Like, über jedes Abo. Auch ein Danke dafür. Ansonsten hört uns 67 zu morgen, Samstag. Da kommen dann 2 Folgen. Ja, okay. Dann seid mal schau und winke, winke. Bis dann, bis morgen. Ne? Ciao, ciao.